So, weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Black Flag und wir machen heute weiter mit dem nächsten Vor. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kid sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Mal gerade kurz, ob da auf der richtigen Bahn sind. Ja, sind wir auf jeden Fall. Nein. Solange wir auf den Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Frage, muss ich hinten links rum? Weil ich komme jetzt auf irgendwas zu. Oder muss ich da rechts rum? Ich sollte da nicht... Nee, ich muss rechts rum. Gib den Wind ab! Alle Segel, sie ver... Weil es macht jetzt keinen Sinn, da links vorbeizugehen, weil das wäre... wäre einfach ein Umweg. Weitere Stoffe. Ich will sie wachsen. Ich will euch gar nichts tun. Ich will nur euer Vor da oben. Habe ich Bock drauf. Das ist nämlich das, was heute in der Folge ansteht. Das letzte, also das letzte Vor für mich jetzt heute. Ich habe auch ein bisschen. Dann habe ich wieder ein bisschen was Assassin's Creed, ein bisschen neue Folgen. So. Weil umso mehr Forts wir haben natürlich, gehören an uns die Meere, können wir uns ein bisschen besser verteidigen und haben die Sperrgebiete weg und B, ja, haben wir die großen Ziele. Dann haben wir eine Möglichkeit, uns ein bisschen vor Feinden in Sicherheit zu bringen und wir haben natürlich auch wieder weitere Dingspunkte. Warte mal. 2 Kilometer noch gut. Bisher haben wir auch ein bisschen Ruhe, was Feinde betrifft. Ich will diese Sperrgebiete, also ich will die Sperrgebiete weg haben. Das Problem, die schweren Dinger werden wir nicht schaffen. Wahrscheinlich. Ist nur eine Vermutung, dass das ein bisschen enger wird, aber kann man es ja versuchen. Mal irgendwann, wenn wir jetzt mal die ganzen mittleren Dinger weg haben. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Eine Art Frachter ist da. Nur da hinten ist nochmal irgendwie. Ein überlebender Crewmitglied. Das nehmen wir auch mal mit. Backboard! Menschliches Treibgut, Captain! Ich glaube, der lebt noch! Nein, den haben wir schon mitgenommen. The Drunken Sailor! So, ich habe mich jetzt gerade noch ein bisschen aus der Nummer raus. So, jetzt vor, da. Keine Mörserkugeln mehr? Alle Mann an Deck! Ich hab mich jetzt gerade mal raus aus der Nummer. Ich will mir. Genau. Feuer! Feindliche Verstärkung, Captain! Bereit zu feuern, Sir! Wir haben uns, Captain! Feuer! Ist gut genug! Feuer! Hört sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Feuer! Kleines Kaliber, ja, aber die Reichweite ist gefährlich! Feuer! So gut wie fertig! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Warte mal. Scheiße. Segel setzen!
komm schon, trefft die Bastarde! So, hören Sie, greifen. Sollte sich erstmal um die Schiffsladung hier kümmern. Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Feuer! Gleich runter! Feuer! Daneben! Verdammt! So, warte mal. Feuer! Raketen! Eine Salve genau da! Feuer! Tschüss! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß! Feuer! Da, nur ein gut platzierter Schuss! Feuer! Auf dein Feuer! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! 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 Dort ist sie verbunden, Raketen! Feuer! So. Feuer! Wir wurden touchiert! Aber die Reichweite ist gefährlich! Feuer! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Bereit zu feuern! Feindliches Feuer! Ansteuern! Feuer! Dort ist sie verbunden getroffen! Feuer! Haben Schaden genommen! Gegner feuert! Feindliche Segel! Mehr von denen, Sir! Feindliches Feuer! 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 Captain, weg von den Felsen! Wir verkraften keinen Treff! Feindliches Feuer! Ach, das ist verdammt, ey! Ich bin so blöd, mich jetzt angestellt an dem Ding. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Brauchen wir ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kid sprach von einer Prise, die mir unten in Tulum zeigt. So, jetzt gehen wir mal raus aus der Nummer ein bisschen. Er hat unseren Luca. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden. So, dann müssen wir mal kurz gucken, dass wir jetzt gerade bis aus der... Weil wir gerade ordentlich Treffer einsetzen. Wenn wir auf den Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze kurz auf Tulum. Das sind keine Gegner für uns. Feuer! Rahm- und Marsegel fest, Dumme! Feuer! Ich muss mal gerade aus der Nummer hier raus, weil das mir gerade ziemlich heftig wird jetzt hier gerade. Wieso habe ich keine Mörser? Weil ich ein bisschen zu wenig auf meine eigene Verteidigung gucke. So, denn? Das ist natürlich jetzt immer gut, wenn ich da durch muss. Wo sie gerade dann auch hinballern. Jetzt habe ich da keine Mörser mehr. Alter! Ja. Feuer! Sie geht gleich runter! Feuer! Feuer! Da! Natürlich sind wir getroffen worden. Ich bin gerade im Rausfahren und dann werde ich doch mal getroffen von irgendwas. Heute, Captain, ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Was brauchen wir ein Waliser, Ade? Was willst du? Was der Kind sprach von einer Krise, die wir unten auf die Luft zeigen wollte. Ziemlich weit weg, Leute. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Er hat
deiner Art und Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Solange wir auf dem Weg ein paar Priester einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Gut. So, jetzt mal ein bisschen raus aus der Nummer. Weil mich gerade ziemlich auf dem Kieker haben. Ich wundere mich, dass ich keine Mörser mehr habe. Feuer! 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 Tschüss. Ich versuche mich gerade ein bisschen raus. Achtung, zusammen! Wir sind gern schwimmen, hä? Konzentrier dich auf Ruder, Captain! Feuer! 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 Oh, Alter. Wir sind sicher, Captain. Ja. Alter. Ja, weniger, würde ich sagen. Feuer! Feuer! Tschüss. Wir gehen am Tor zur Hölle. So, Feuerfässer voll, Dings voll. Feuer! Feuer! So, da kriegen wir noch einen drauf. Natürlich kann ich da jetzt. Feuer! So, Nummer 4 ist. Ich seh's doch schon. Feuer! Feuer! Die schießen schnell, Sir. Und Feuer! Sie nicht. So, das Feuer gehört zumindest mal. Sie geht gleich unter! Der ist weg. Alle Segel, sie verträgt das. So, jetzt gehen wir mal das voran und holen uns das Ding. Hat es jetzt ein bisschen. Hat eine Weile gedauert. Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Sie können schwimmen! Feuer! Sind bereit, Sir! Treffer können Sie ab! Feuer! Tschüss. Den Iran auf den Wind! Wanden hoch und treffen! Treffen! Wo muss ich denn da ran? Gib mir etwas Fahrt! So, das Vor haben wir. Mehr Segel! Alle Segel! Oh, der Vorteil ist. Schneesegel einholen! Der Vorteil ist, dass die Schiffe schon mal weg sind, alle. Segel setzen! Alle Segel reffen! Alle Segel niederholen! Das mache ich selber. Also ein paar haben wir jetzt natürlich wieder eine Gegner, klar, aber es ist zumindest machbar. Wir haben zumindest den schweren Teil schon mal weg. Komm ich da nicht hoch? Hier komme ich hoch, scheinbar. So, Sperrgebiet, klar, natürlich.
So. Gucken wir mal ein bisschen hin, was wir hier so zu tun haben. So, der ist weg. So. Ich glaube, ein Ziel. So hoch. So, haben wir das auch. So, haben wir noch die Tür. 19, ich bin zu Hause. Oh, tschüss. Dann haben wir das nächste vor. Und da... Piratenflagge! Und das Meer ist wieder ein Stück sicherer vor Ort in Spanien. So, da sind natürlich wieder einige Sachen, die aufzudecken sind. Ich glaube, das ist zum Meierstede. Ne, Penis Eil, okay. Gut. Ja, wie gesagt, es wird so langsam. Es sind ein paar Sachen natürlich noch zu tun. Das ist klar. Aber so Step by Step. Step by Step wird das Ding. Hier ist natürlich schwer, Chinchorro, klar. Dann hätten wir noch hier unten Cabo de Cruz. Dass ich... Ah, da muss ich einmal komplett außen rum. Okay. Oder? Ja, doch. Ich bin ja hier, ne? Bin ich hier? Bin ich jetzt gerade? Also wir haben jetzt ein paar mehr Reisepunkte. Etwa, doch, ich bin hier, genau. Das heißt, wir können hier hin Cabo de la Cruz machen und dann hätten wir das nächste vor. Dann haben wir nämlich auch nur noch 4. Also in der Wasser und das sind's klar. Und dann haben wir fast nur noch die ganzen schweren Dinger. Charlotte, Chinchorro und Sierra Nila. Gut, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Feierabend hier. Wir machen, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich will mal kurz hinaus. Haben wir nicht irgendwie noch einen Punkt, wenn wir mal irgendwie... Ne, wir können uns so hin und her bewegen, ne? Alles klar, gut. Gut, Marineauftrag haben wir hier. Das ist aber nicht jetzt die Aufgabe. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, liebe Leute, geht's weiter mit den Forst. Aber ich will ja mal ganz kurz jetzt nochmal schon reden mit dem Typen hier. Ja, bitte. Blöde Frage, kann ich die Ejector eigentlich so upgraden, dass ich dann mehr oder weniger noch ein bisschen mehr Verteidigung habe? Nur so nebenbei oder ist das irgendwie nicht möglich? Mal kurz. Sollte doch eigentlich möglich sein, oder nicht? Ejector Upgrades, Rumpfausbau. Ach, dafür ist die Materialien für. Okay. Ja, ist es möglich. Aber wir brauchen dafür Holz und Metall. Metall hätten wir fast. Holz auch, brauchen wir noch ein bisschen. Kostet uns dann 4000 Real. Okay. Wir haben dafür aber leider nicht... Kann ich Material kaufen? Was ist hier mit Ejector? Das brauchen wir jetzt nicht.
Gott, mal, kann ich nicht irgendwie ein bisschen Material erwerben, also Holz und Dings, oder muss ich die tatsächlich erst, ergaunern? Ja, wie gesagt, wir machen gleich Feierabend, keine Sorge. Ich will noch mal ganz kurz hier reingucken. Ha, ist doch schön, wir haben schon wieder zwei Force heute eingenommen, ne? Warte mal, kann ich... Metall und Holz brauchst du. Munition... Warte mal, ich hab da keine Mörser. Deswegen kann ich auch keine Mörser einsetzen, weil ich keine habe. Jetzt schon. Gut. Aber ich hätte gern Materialien, ne? Also Waren, die ich nicht... Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Und da geht's weiter mit der nächsten Vor. Der quasi hier oben ist. Genau, das da markiert ist schon. Dazu müssen wir einmal komplett außen rum fahren. Macht, glaube ich, am meisten Sinn, wenn ich von hier fahre, ne? Von Great in Nagua fahre. Das werde ich da rüber springen. Das heißt, dann habe ich nicht mehr, habe ich in Anführungszeichen nicht mehr allzu weit. Ich bin Rang 356.000, der gefürchtesten Piraten. Oh ja, warum nicht? Gut. In der nächsten Folge geht's. Warte mal. Ich will noch was holen. Schnell, sorry, ist weitermachen. Ein bisschen eurer Zeit, mein Freund. Kann ich? Die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Ja, ja, das machen wir. Mit klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemanns Herz besänftigt. So, was haben wir hier? Machen wir doch. Dann bauen wir die Taverne mit auf. Ihr macht einen alten Seebären stolz und für euch soll es sich auch lohnen. Longbens Fluch soll mich treffen, wenn nicht. Gut. Was hast du doch da unten bei dem? Warte mal, ich guck gerade was. So, wir den jetzt vergessen hier. Was willst du denn du freigeschaltet haben, Cheffe? Hab nachgedacht, Captain. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Wenn es sicher zu teuer ist, ja. 7000 Real. Komm, machen wir. Wir haben die Kohle genug. Wir kriegen es doch eh wieder rein. So. Noch schnell das, die Kiste hier mitnehmen und dann haben wir Feierabend für heute. Metall. Das ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Tor, das ich da so markiert habe. Das jetzt gerade nicht mehr aufzutauchen. Naja, egal. Kriegen wir schon hin. Bis dann. Tschüss.